Ich bin der Markus. Es ist Ende Juni 2019, extrem heißer Tag heute. Und ich sitze hier mit einem aufgeblasenen Intex Explorer K2. Ja, ist das denn kein Unboxing-Video? Nein, es ist ein viel wichtigeres Video für ein aufblasbares Kanu. Es ist nämlich ein Reboxing-Video. Also ich wusste, ich will so ein Kanu, ja, und habe ganz viele Videos geschaut. Und alle blasen dieses Kanu auf und dann fahren die auf irgendeinem See rum. Alles sehr, sehr schön. Und kein einziger hat mal gezeigt, wie denn dieses Kanu ganz simpel wieder zurück in diese Tasche kommt. Es ist nämlich alles eine Frage des richtigen Faltens und der Falttechnik. Und dann ist es wirklich, wirklich einfach. Ein paar Fragen vorab. Was kostet das? Das kostet so um die 110 Euro. Ich habe heute gerade nochmal nachgeschaut, 109,75. Manchmal ist es auch so bei 120, also irgendwie so in dieser Spanne, zwischen 110 und 120. Ist das denn ein gutes aufblasbares Kanu? Das kann ich euch nicht sagen, weil ich von Kanufahren keine Ahnung habe und von aufblasbaren Kanus auch nicht. Ich bin damit schon gefahren. Ich habe eine Probefahrt im Harz gemacht. Im Juli geht es nämlich nach Norwegen und das ist ja das Eigentliche, warum ich es gekauft habe. Da irgendwie schön auf einem norwegischen See oder vielleicht sogar Fjord ein bisschen rumpaddeln. Das stelle ich mir ganz, ganz witzig vor. Und ja, dann habe ich halt geschaut und es gibt ja Preisklassen bis, weiß ich nicht, 500 oder noch mehr. So viel wollte ich natürlich nicht ausgeben und dann dachte ich, naja, so 110 und die Bewertungen waren jetzt auch gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich bin Probe gefahren, mir macht Spaß, es funktioniert, die Luft geht nicht raus, es ist alles prima. Ja. Was ist dabei? Es sind zwei Paddel dabei, es sind zwei Sitze dabei, also ihr könnt tatsächlich zu zweit da drin sitzen. Es ist die Pumpe dabei. Die haben wir hier. Und an der Stelle machen wir vielleicht gleich eine kleine Exkursion zur Pumpe. Falls jetzt bei euch so die Frage aufkommt, sollte ich mir eine Akkupumpe kaufen? Ich würde sagen, braucht er nicht. Also, die Pumpe ist gut. Sie pumpt in beide Richtungen. Also beim Hochziehen und beim Runterdrücken pumpt sie Luft. Ihr braucht für die linke und die rechte große Kammer etwa 60 bis 65 Hübe. Also das heißt, also das ist 1, 2, 3. Das Ganze 65 Mal etwa. Beim Boden sind es 50 Mal und ein paar Mal für die Sitze. Und dann gibt es hier vorne und hinten noch diese kleine Banane, die so ein bisschen Stabilität bringen soll. Das ist ein Witz. Also ihr habt dieses Boot in 10, 12 Minuten aufgeblasen, aufgebaut, fix und fertig. Insofern eine Akkupumpe lohnt meiner Meinung nach nicht. Dann ist noch dabei, das möchte ich euch auch noch kurz zeigen, die Finne. Die wird so unters Boot geklickt, die habe ich natürlich jetzt da nicht dran. Die verleiht ein bisschen Stabilität, aber Vorsicht, ihr könntet an Eisbergen hängen bleiben. Je nachdem, wo ihr fahrt. So, und es ist noch was dabei, nämlich ein Druckmesser. Das ist der Druckmesser. Und zwar gibt es an den drei großen Kammern ein Gegenstück dazu. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr, das ist die Strecke, die 10 cm lang sein muss. Und ihr könnt dann diesen Streifen da dran halten und sehen, ob ihr das Boot richtig aufgeblasen habt. In meinem Fall habe ich es sogar ein bisschen zu fest aufgeblasen. Ja? Also das ist sozusagen der Druckmesser in seiner einfachsten Ausführung. Und dann wollen wir die Luft wieder rausmachen. Dann kriegt ihr nämlich dieses Kanu ganz einfach wieder in diese Packtasche, die auch dabei ist. So, wir fangen mit dem Paddeln an. Das ist ganz easy. Ihr seht da diese Knöpfe und draufdrücken, rausziehen. Ganz wichtig noch beim Zusammenstecken, es gibt linke und rechte Seiten. Das ist links. Die andere Seite ist rechts. Das war nicht schwer zu erraten. Also beim Zusammenstecken bitte darauf achten, sonst habt ihr irgendwie das Gefühl, das mit dem Paddeln funktioniert aber nicht so gut. Also ne, jeder braucht eine linke und eine rechte Paddelseite. So. Also. Das ganze Gedöns kommt unten in die Tasche rein. Dann, ich habe nur einen Sitz aufgeblasen, der andere liegt da hinten. Nicht aufgeblasen.
So, Luft aus den Sitzen raus. Das sind diese Schwimmflügelchenventile. Also ihr müsst drücken und dann die Luft rausdrücken. Und es gibt zwei, also einmal für die Sitzfläche. Also, das ist die Sitzfläche und eins eben für die Rückenlehne. Beim Aufblasen darauf achten, gerade die Sitzfläche nicht zu fest aufblasen. So, und schon habt ihr die Sitze leer. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, nämlich der Rest des Bootes. Also, die linke und die rechte Kammer sind ganz easy, denn ihr habt große Schraubventile. Und ihr seht, wie schön da die Luft rausgeht. Also, diese beiden Seiten sind kein Problem. Das eigentliche Problem ist der Boden. Aber wir müssen erst noch hier die Luft rauslassen. Das da hinten hatte ich jetzt gar nicht aufgepumpt. Aber auch hier ist das gar kein Problem, die Luft rauszukriegen. So, und jetzt kommen wir zum Boden. Der hat nämlich leider auch so ein furchtbares Schwimmflügelchenventil, das eben die Luft nur rauslässt, wenn ihr drückt. So, hier empfehle ich euch, legt euch flach auf den Boden und haltet gedrückt, dass so viel Luft wie möglich an dieser Stelle sozusagen schon rausgeht. Dann habt ihr es nachher einfacher. So. Und jetzt wird das Kanu gedreht. Hier ist übrigens noch die Schiene, wo die Finne eingeschoben wird. So. Und jetzt legt ihr das so schön ordentlich hin. Das erleichtert die Arbeit, wenn es ordentlich liegt. So. Und jetzt müsst ihr das dritteln. Es wird jetzt einmal diese Hälfte reingefaltet und dann die andere darauf. Also ungefähr ein Drittel. So, und ihr merkt, wenn jetzt in diesen Seiten noch ein bisschen Luft drin wäre, also die verschwindet quasi wie von selbst, weil ihr halt dieses große Ventil habt, was ja ganz offen ist. Und dann das andere Drittel hier überschlagen. So, jetzt habt ihr so einen schmalen Streifen. Das war der erste Schritt. Dritteln. Jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt wird geviertelt. Also ungefähr die Hälfte des Bootes suchen und dann wird die eine Seite bis zur Hälfte eingeschlagen und es wird die andere Seite bis zur Hälfte eingeschlagen, so dass die sich fast berühren. Dann
kommt quasi schon der letzte Schritt. Ihr klappt das jetzt ineinander. Und ist es nicht toll? Jetzt habt ihr dieses Ventil hier oben außen. Und jetzt könnt ihr drücken und drückt die restliche Luft raus. Und jetzt habt ihr ein flaches Paket und es geht ganz einfach in die Tasche rein. Aufrecht, hochkant stellt ihr das da rein. So. Dann, jetzt ist ja quasi hier dieser Knick, der zusammengefaltet ist. Die Pumpe passt sehr gut auf der anderen Seite hochkant dazwischen. Den Schlauch legt ihr oben drauf. Den einen Sitz legt ihr oben drauf. Das kriegt ihr auch noch rein. Das ist so eine wasserdichte Packtasche. Das ist in dem Fall eine 30-Liter-Tasche. Kennt ihr sicher, wenn ihr da mit dem Kanu unterwegs seid und wollt vielleicht das Handy mitnehmen oder ein Handtuch oder irgendwie noch eine Jacke oder so. Diese Tasche passt hinter den zweiten Sitz und kann da gut stehen. Hat auch was zum Anbändeln. Ihr habt vielleicht gesehen, am Kanu sind auch so Seile dran. Da könnt ihr quasi dann den Gurt dran festmachen, dann verliert ihr dieses Ding auch nicht, wenn der Wellengang mal höher ist. Ich hole noch eben den anderen Sitz. So, alles oben drauf. Und dann nur noch den Reißverschluss zumachen. Das war's. Jetzt ist das Kanu wieder komplett in der Transporttasche drin. Und ihr habt gesehen, es ist wirklich nicht so schwer. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Vielleicht auch bei eurer Kaufentscheidung. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung alles verlinken. Ja, es sind Affiliate-Links, also ich bekomme einen kleinen Obolus, wenn ihr darüber kauft. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn ihr das tätet und damit zeigt, dass euch das Video geholfen oder gefallen hat. Ja, dann war es das von mir. Viel Spaß beim Paddeln.